Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir ein paar Paperclips für dein Bullet Journal basteln. Dafür brauchst du zunächst einmal Washi-Tape, natürlich, was immer du möchtest hier. Dann eine Bastelschere und ein paar Büroklammern. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Zuerst nehmen wir einmal die ganzen Washi-Tape, alles was du so hast, und ja, da kann man alles nehmen, was das Herz begehrt, was so zu deinem Bullet Journal passt. Und wenn du dich dann für ein Washi-Tape entschieden hast, dann ziehst du einfach ein Stück ab. Das braucht wirklich nur ein recht kleiner Streifen sein, aber wir müssen ihn doppelt legen, deswegen ja, so 3, 4, 5 cm dürfen es ruhig sein. Im nächsten Schritt musst du das Washi-Tape in deine Büroklammer fummeln. Ja, ist wirklich ein bisschen fummelig. Am besten, du nimmst das Ganze in den Außenclips, also du ziehst das Ganze in den Außenclips, einfach weil du das dann besser an deinem Bullet Journal befestigen kannst. Das Ganze klebst du dann doppelt. Wichtig ist hier, dass es gerade aufeinander ist, aber nicht unbedingt die Länge stimmt, weil die schneiden wir jetzt einfach ein. Ich habe das jetzt erst einmal gekürzt. Und dann schneide ich so ein kleines Dreieck raus und dann habe ich mein Paperclip auch schon fertig. Und weil das Ganze so schön ist, mache ich davon auch noch ein paar mehr. Selbe Prozedur, Stück Washi-Tape abschneiden, einfach reinfummeln, doppelt zusammenkleben und dann wieder einschneiden. So, und hier kannst du jetzt sehen, wie das Ganze im Bullet Journal aussieht. Ich mache jetzt diese Paperclips, also zumindest einen, erst einmal für die Woche ran. Also einfach einmal so reinstecken. Und das Schöne ist, wenn ich das Buch zuklappe, sieht man den kleinen Clip immer noch. Ja, und so sieht es dann aus. Ne? Also mein kleiner Clip ist immer noch zu sehen. Deswegen ist es nicht ganz unwichtig, dass du für das Washi-Tape passende Farben nimmst, die sich jetzt nicht völlig mit deinem Bullet Journal beißen. Und ich kann natürlich auch noch weitere Clips einstecken. Vielleicht oben, dann hätte ich das Ganze ein bisschen anders aufbauen müssen. Oder natürlich kann man die auch jederzeit austauschen. Also da bist du ja dann ganz flexibel. Ich mache mir die auch gerne einfach so ein paar mehr da rein, weil, ja, einfach weil ich es schön finde. Ne? Ein oben, ein unten macht sich immer gut. Ja, das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen und du erstellst dir jetzt auch ein paar Paperclips für dein Bullet Journal. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Gib uns vielleicht einen Daumen nach oben. Und ich sehe dich dann hoffentlich auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.